Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können und erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement Schätze der Ebene von Onara. Und dafür müssen wir ein paar Schätze entdecken, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Und das Ganze ist auch innerhalb eines Meta-Achievements eingebettet, wo wir in allen Zonen die Schätze finden müssen. Bevor wir uns jetzt die Schätze im Einzelnen angucken, will ich euch noch kurz das System erklären, wie das hier funktioniert. Es ist leider nicht so wie in den anderen Expansions, dass wir einfach lostigern, die Schätze aufmachen und dann Credit fürs Achievement haben, sondern bei manchen Schätzen ist es so, dass wir vorher eine Schatzkarte brauchen. Um diese Schatzkarten bekommen zu können, müssen wir die erstmal einmal freischalten. Es gibt insgesamt 11 Schatzkarten und diese 11 Schatzkarten, die ich hier schon 10 davon im Inventar habe, funktionieren im Endeffekt so, dass die für verschiedene Schätze gut sind. Also jede Schatzkarte ist genau für einen Schatz gut. Und diese 11 Schätze verteilen sich auf die verschiedenen Gebiete. Hier haben wir zum Beispiel Küste des Erwachens, da Ebene von Onara, zu Blaues Gebirge und so weiter. Und ja, wie schalten wir die Dinger frei? Als allererstes müsst ihr ein Item looten. Und zwar haben wir ein Item, das schimpft sich Vorratstasche der Dracheninseln. Und diese Vorratstasche der Dracheninseln droppt quasi von Drachen. Und das sind die ganz am Anfang von der ersten Quest. Urproto-Drachen schimpfen sich die. Die sind hier oben. Da, wenn ihr quasi aus dem Boot rauskommt oder Zeppelin bei der Horde, müsst ihr die Viecher umhauen. Und dann droppt im Normalfall das Ding. Da droppt dann quasi eine Vorratstasche der Dracheninsel und diese Vorratstasche müsst ihr einfach nur hier im Lager abgeben. Wenn ihr noch relativ am Anfang von der Expansion seid und diese Vorratstasche habt, steht dann der NPC, der Rüstungsmeister von den Drachenschuppen, quasi dort im Lager. Das ist dann sie hier, Katalogisiererin Jakes. Und bei der könnt ihr das abgeben. Und sobald ihr diese Tasche abgegeben habt, 99% der Leute werden das am Anfang gedroppt bekommen haben, könnt ihr dann die erste Karte kaufen. Und zwar ist das die Artefaktaufzeichnung des Archäologen. Und die könnt ihr dann kaufen für 10 Vorräte. Und das ist dementsprechend der allererste Schatz, den ihr bekommen könnt. Und der markiert euch dann den ersten Schatz auf der Map und ja, dann habt ihr quasi schon mal die erste Schatzkarte. Alle anderen Schatzkarten könnt ihr erst dann bekommen, wenn ihr diese Anfangsquest gemacht habt. Wahrscheinlich haben fast alle die von euch gemacht. Guckt einfach mal hier bei der Händlerin vorbei, ob ihr es quasi drin habt. Ich bin jetzt hier quasi im Basislager der Drachenschuppen-Expedition. Und da von der Rüstmeisterin. Wenn ihr noch nicht so weit gequestet habt, dann steht sie auch hier in dem Lager mittendrin und könnt ihr das Ganze machen. Genau, das ist jetzt der Start. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr insgesamt 5 weitere von diesen Karten einfach aus allen möglichen Schätzen rauslooten. Das können die ganz normalen Expeditionspakete sein. Es können diese bewegte Erde sein, wo ihr die Schaufeln wiederum braucht. Die könnt ihr übrigens auch da drin kaufen. Also ihr könnt bewegte Erde nur sehen, wenn ihr die Schaufeln im Inventar habt und auch nur öffnen. Die könnt ihr hier, kleine Expeditionsschaufel, könnt ihr einfach kaufen, hat 5 Aufladungen. Oder ihr baut die robuste Expeditionsschaufel, die hat 20 Aufladungen. Die kann ein Schmied herstellen, könnt ihr aber auch immer Haar kaufen. Da kann das rauskommen. Dann gibt es noch magische Schatzkisten, irgendwie so heißen die. Da kann es auch rauskommen. Die kriegt ihr aber erst freigeschalten, wenn ihr auf Renown 16 seid bei den Drachenschuppen-Expeditionen. Und ja, dann heißt es einfach Kisten aufmachen. Es ist so, dass etwa, man sagt so im Schnitt zwischen 50 bis 100 Schätze müsst ihr aufmachen, dann kriegt ihr eine Karte, nochmal 50 bis 100 aufmachen, kriegt ihr die nächste Karte. Also es sind sehr, sehr viele Schätze, die ihr aufmachen müsst. Und ihr seht, ich bin mittlerweile bei allen von diesen Fraktionen auf Max-Level und habe dementsprechend einige Schätze aufgemacht, um diese ganzen Karten zu kriegen. Das ist es aber noch nicht ganz gewesen. Ich habe gesagt, eine kriegt man am Anfang beim Händler, wenn man die Quest gemacht hat. Die anderen kriegt man danach aus den Schätzen, die 5 Stück. Und dann gibt es nochmal 5 weitere und die könnt ihr erst bekommen, wenn ihr bei der Drachenschuppen-Expedition auf einem gewissen Ruhm-Level seid. Ja, das kriegt ihr vorher nicht, warum auch immer. Ihr müsst erst Ruhm 21 sein. Und zwar habt ihr dann eine spezielle Geschichte, Schatzkarte für juwelenbesetzten Welpling. Und dann kriegt ihr 5 weitere Schatzkarten. Und diese führen euch zu Schätzen, wo irgendwas drin sein kann, was dann jeweils für diese juwelenbesetzten Welplinge gut ist. Die kann ein Juwe bauen. So 100% weiß ich da jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht Bescheid, aber das scheint ein Material hier zu sein, die ihr braucht, um dementsprechend diese Juwe-Dinger bauen zu können, ne? Und dementsprechend kriegt ihr die Schätze halt erst ab 21.
wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will Hardcore das Zeug farmen, dann macht es vielleicht Sinn, erst bei den Drachenschuppen auf 21 zu kommen und dann die ganze Zeit die Kisten zu spammen, um alle Karten gleichzeitig holen zu können. Und wie gesagt, vorher braucht ihr halt die Questreihe. Gut, soweit zur Vorerläuterung. Ich würde sagen, jetzt können wir lostigern und dementsprechend uns die einzelnen Schätze anschauen. Dann schauen wir uns den ersten Schatz an. Und zwar ist es hier leicht angekautes Entenei. Und dafür müssen wir einmal hier auf die Koordinaten 61, 41. Und hier läuft so ein Hund rum. Und den Hund müssen wir streicheln bzw. folgen. Und dann können wir einmal den Schatz bekommen. Der läuft quasi, fängt hier unten an zu laufen und rennt dann einmal hier so ein bisschen nach oben. Der heißt Ludo. Und den müssen wir jetzt finden. Ah, seht ihr, da läuft er rum. Der hat auch so eine Schatzkarte quasi im Maul und jetzt streicheln wir den mal. Und jetzt haben wir die Schatzkarte einmal ins Inventar gekriegt. Hier haben wir es. Zeichen auf der Karte der Ebene von Onara die Position eines Schatz ein. Karte zu Lodos Versteck. Und das machen wir. Klicken wir einmal an. Dann wird die gelernt. Und jetzt können wir lostigern. Und ihr seht hier unten. Ah ne, das ist glaube ich nicht das Ding. Hier unten ist es Teil. Da können wir dann einmal hinfliegen. Und dementsprechend dann den Schatz hoffentlich looten. So, das müsste irgendwo da hinten sein, genau. Ah, seht ihr, jetzt haben wir hier so einen Haufen mit einem Haufen Federn. Und zwar ist das die Koordinate 70, 35. Und dort looten wir dann einmal den Haufen. Und tada, dann haben wir hier ein schickes Ei. Und das müssen wir insgesamt, ja, jetzt 3 Tage ausbrüten. Da gibt es anscheinend dann ein Pet raus. Also nochmal für die, die es jetzt nicht ganz mitgekriegt haben, hier unten auf dem Weg bis hier hoch in das Lager läuft der Ludo rum, einmal streichen, Schatzkarte kriegt man dann ins Inventar, dann hier hintergehen und das Ding ausgraben. Mehr ist es tatsächlich nicht. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar wollen wir uns jetzt einmal Janos Boot anschauen. Im ersten Teil hatten wir ja schon den Drachen von Janos und hier haben wir jetzt quasi das Boot. Wir befinden uns einmal hier auf den Koordinaten 51, 58 und zwar sind wir hier in so einem Wasserfall drin. Und den Schatz hatte ich euch auch schon mal in einem Toy Guide gezeigt. Dementsprechend machen wir das jetzt mal mit einem Twink. Und zwar, mein Hunter habe ich hier schon dran stehen. Wir müssen nämlich jetzt hier in dem mittleren Teil des Wasserfalls, also hier oben geht es noch ein bisschen weiter, wie ihr seht, einmal dieses Boot hier looten. Und wenn wir es gelootet haben, kriegen wir das ins Inventar und kriegen auch automatisch eine Quest. Und diese Quest müssen wir dann einfach ein paar Etagen weiter oben bei dem Kollegen hier abgeben. Das ist der Janus. Und wenn wir das gemacht haben, kriegen wir ein kleines Spielzeug, beziehungsweise da ich das Spielzeug schon habe, habe ich einfach jetzt gar nichts gekriegt. Aber das führt einfach dazu, dass wir dementsprechend einmal den Schatz hier als abgeschlossen bekommen. Ihr seht, Janos Boot habe ich jetzt auch hier mit dem kleinen Twink. Also nochmal auf der Map. Hier unten war das Bötchen und ein bisschen höher auf dem Wasserfall konnte man dementsprechend das Ganze abgeben. Dann sind wir am nächsten Schatzspot. Und zwar wollen wir jetzt einmal den Kriegsspeer der Nokut uns besorgen. Und dort sind wir hier oben in der Festung Nokut auf den Koordinaten 31, 38. Und auch hierfür brauchen wir wieder ein Item. Und zwar haben wir hier einmal eine Notiz. Notiz des Rüstungsschmieds von Nokut. Die müssen wir einmal einsetzen. Und wenn wir die gelernt haben, dann seht ihr, haben wir jetzt auf der Map das Item. Und jetzt gucke ich mal, ob ich das da weglooten kann. Denn das ist anscheinend von so ein paar Elite-Gegnern. Und ja, ich keine Ahnung. Ah ja, gut, die sind jetzt nicht unbedingt Elite hier. Der hier ist Elite. Schauen wir mal. Vielleicht wenn ich sie desorientiere. Ah ja, das ist eine Stangenwaffe. Wunderbar. Also ich könnte die jetzt wahrscheinlich auch umbrezeln, aber die brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Und wir haben ja Trick 17 drauf, Shadow Melt und weg sind wir. Also das ist einfach nur eine Stangenwaffe, ein bisschen T-Mog-Gedönse. Kann man ja sicher auch gebrauchen. Ups, jetzt habe ich die versehentlich angezogen. So sieht das Ding aus, nicht sonderlich speziell. Und ja, dann haben wir wieder einen Schatz mehr eingetütet. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also hier auf den Koordinaten 31, 38. Und dann einfach da unten neben oder unter dieser Riesenstatue. Das kann man eigentlich kaum verfehlen. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar wollen wir uns einmal den Schatz Smaragd Edelstein Klumpen anschauen. Und dieser befindet sich jetzt hier unten bei den Koordinaten 32, 55. Und das ist einmal hier unten in einer Höhle drin. Bevor wir das sehen können, müssen wir aber wieder einen Plan lernen. Und zwar brauchen wir jetzt wieder einen für die Stufe 21 und höher bei der Drachenschuppen-Expedition. Einmal hier Erkundungsnotiz zu den Smaragdgärten, so rum. Dass ich es nur rausbringe. Okay, das müssen wir einmal lernen.
Und dann haben wir wieder den Schatz auf der Map, wie ihr seht. Der müsste jetzt da drin auftauchen. Ich war vorher schon drin, da war nichts. Ah ja, jetzt ist was drin. Okay, wunderbar. Das looten wir. Und dann können wir uns da raus mit einem Juwe ein schönes Pad zusammen craften. Mal kurz auf der Map gezeigt. Also hier unten einfach in die Höhle rein. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar gesprungenes Zentaurenhorn. Und dort sind wir jetzt hier einmal auf den Koordinaten 73, 56. Das Ding habe ich mir auch schon geholt. Das ist einfach liegt einfach hier neben dieser Kiste dran. Ich kann euch das jetzt einmal zeigen auf meinem Hunter. Da müsste das nämlich dann, oder es liegt hier, über der Kiste liegt. Zählt man immer die Kiste mit. Und hier können wir auch noch das Horn aufmachen. Und da ist dann ein Toy drin. Ah, hier kriegen wir das nochmal. Komisch, in den anderen Gebieten habe ich dann immer Ressourcen gekriegt und das Toy nicht nochmal erhalten. Auch dazu habe ich schon einen Toy-Guide gemacht. Also wer das sehen will, kann da gerne reinschauen. Nochmal kurz die Map, also hier unten und dann einfach in diesen kleinen Pavillon rein. Dann schauen wir uns noch den letzten Schatz an. Und zwar haben wir jetzt noch ein Ding offen, goldene Flunkermünze. Und die finden wir hier auf den Koordinaten 81, 72. Und da müssen wir in die Höhle zu diesem Frosch rein, der auch dementsprechend diese anderen Münzen fürs Angeln quasi verkauft, beziehungsweise bei dem man so Säcke kaufen kann, ne? Wo es dann ja auch unter anderem ein Toy gibt und ein Mount rausgibt und solchen Geschichten. Also nicht aus dem Sack, aber mit dem Toy kriegen wir dann Mount. Habe ich auch schon ein Video gemacht. Und ja, hier hinten liegt auf jeden Fall die Münze. Da können wir eine Kupfermünze der Inseln quasi uns besorgen und das können wir ja bei dem Frosch wieder gegen andere Münzen umtauschen, wo wir wiederum hier die Säcke kaufen können. Und ja, dann sind wir auch da tatsächlich wieder durch, haben alle Items eingetütet und ja, ich bin jetzt bei 2 von 4 Achievements für dann auch das Meta-Achievement. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne die anderen noch angucken. Ich werde jetzt dann Taldrassos und dann das Azurblaue Gebirge auch noch abschließen. Und ja, vielleicht sehen wir uns da wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.